Vivilate in unserem Pampered Chef Sortiment befindet sich neben viele andere tolle Produkte auch unsere super scharfe Microblade Reibe. Und was die können und wie nachher das Ergebnis ist, wenn man mit dieser scharfen Reibe was reibt, das möchte ich euch heute mit diesem Video zeigen. Zuerst möchte ich euch unseren Fingerschutz zeigen bei unserer Microblade Reibe. Und zwar befindet er sich oben direkt auf dem Reibeblatt und lässt sich ganz einfach in die Schiene eben einfahren. Somit kann man sich, wenn man noch irgendwas in der Schublade gerustet, eben nicht verletzen. Und das Tolle ist, die Microblade-Reibe lässt sich auch komplett flach zusammenklappen. Somit ist es auch platzsparend für euch. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt noch irgendwas gerustet in eurer Schublade, dann könnt ihr euch da nicht verletzen. Genau dasselbe ist auch bei unserer feinen Microblade-Reibe mit dabei, dieser Fingerschutz, und bei unserer Zesterreibe. Das ist die hier. Auch hier, wie gesagt, einen Fingerschutz mit dabei. Außerdem gehört jeweils zu unserer großen Microblade-Reibe immer noch ein Lebensmittelaufsatz mit dazu. Einmal für unsere grobe Reibe diesen großen Aufsatz, das ist der schwarze, lässt sich ganz einfach in die Schiene einfahren und ist dann eben auch fest. Und hier oben können wir dann restliche Käsestücke oder sonstiges aufspießen und kann das dann ganz toll bis zum Schluss eben durchreiben, ohne dass man sich verletzt. Und wie gesagt, dasselbe gehört dann auch zu unserer feinen Reibe mit dazu. Das ist der hier mit diesem durchsichtigen Deckel und funktioniert genau gleich, wird in diese Schiene eingefahren und somit kann man dann auch hier restliche Stücke voll durchreiben. Ja, ihr seid jetzt bestimmt schon super gespannt, wie das Ganze gar aussehen wird, wenn man hier unseren Emmentaler, den Parmesan und den Mozzarella reibt. Aber bevor wir an diesen spannenden Punkt kommen, möchte ich euch noch schön erzählen, für was sich denn unsere Reibe überhaupt eignen. Die grobe Microblade-Reibe, die eignet sich hervorragend für jeglichen Blockkäse, wie zum Beispiel Cheddar, Gouda oder Emmentaler. Auch Mozzarella könnt ihr ganz toll damit reiben, grobe Parmesan und die verschiedensten Gemüsesorten, wie zum Beispiel Karotte oder rote Beete. Die feine Reibe hingegen, die eignet sich perfekt für geriebene Zitrone oder Orangenschale. Ihr könnt sämtliche Nüsse damit reiben, auch die Muskatnuss. Ihr könnt geriebener Ingwer damit herstellen und ihr könnt auch Schokolade damit reiben. Und was das Highlight ist auf jeder Kochshow, ist der geriebene Parmesan und den zeige ich euch dann gleich. Unsere Zesterreibe, die hat eigentlich das identische Reibeblatt wie unsere feine Microblade-Reibe, nur dass die hier einfach ein bisschen handlicher ist. Wir nehmen die nämlich auch ganz gern mit an den Tisch, zum Beispiel wenn es Spaghetti gibt, einen frischen Parmesan mit dazu und dann kann sich jeder sein Parmesan frisch über die Spaghetti reiben. Eignet sich aber trotzdem auch, wenn man jetzt nur ein bisschen vielleicht geriebene Orange- oder Zitronenschale braucht. Fangen wir mit dem Emmentaler und der groben Reibe an. Ich habe sie hier jetzt einmal so aufgestellt. Ihr könnt sie aber auch komplett auseinanderklappen und so dann direkt über die Pizza oder den Flammkuchen reiben. Und wie ihr das Ganze entriegeln könnt, ist eigentlich ganz einfach. Ihr legt euren Daumen hier auf diesen Kreis und dann zieht ihr diesen Griff zu eurem Daumen. Und dann entriegelt das Ganze und dann könnt ihr sie einmal aufklappen. Komplett zusammenklappen oder dann, wie gesagt, ganz aufklappen. Also bitte nie mit Gewalt, sondern wie gesagt, hier den Daumen auf den Kreis legen und dann hier den Griff zum Daumen ziehen. Ganz einfach. Ja, wie gesagt, fangen wir mit unserem Emmentaler an. Und jetzt werdet ihr hier gleich sehen, wie einfach und wie leicht hier der Käse durchfällt. Ich hoffe, ihr seht das jetzt auch schön im Video. Also man braucht wirklich kaum Druck, einfach drüber streicheln sozusagen. Das ist das Tolle an unserer Microblade-Reibe, weil man kann sich vorstellen, jedes einzelne Blatt hier ist ein sehr, sehr scharfes Messer und deswegen wird unser Käse hier geschnitten und nicht ganz typisch gerieben. Und hier seht ihr das tolle Ergebnis. Im Handumdrehen haben wir hier schon eine ganze Handvoll geriebener Emmentaler. Ja, jetzt können wir den Emmentaler auch mit der feinen Reibe reiben. Das sieht auch ganz toll aus, der kommt dann super fein raus. Und wie gesagt, wichtig, auch hier wirklich nur drüber streicheln, weil wenn ihr zu viel Druck
anwendet, dann verbiegt ihr diese kleine Messerle und dann habt ihr irgendwann mal nicht mehr diese tolle Reibeergebnisse. Ja, und man sieht es hier jetzt ganz schön, wie fein unser Emmentaler hier rausfällt. So. Kommen wir zu unserem Parmesan. Den können wir jetzt hier mit der groben Reibe reiben. Dann haben wir hier schöne grobe Parmesanstücke. So sieht unser Parmesan jetzt aus. Viele mögen das ja auch ganz frisch über einem Salat zum Beispiel. Und dann kommt jetzt unser Parmesan mit der feinen Reibe. Und auch hier finde ich es ganz toll, weil man, wie gesagt, wenig Druck braucht. Und für mich war das früher immer auf das habe ich überhaupt keine Lust gehabt, der Parmesan für die Spaghetti zu reiben. Weil mit meiner alten Reibe ging das extrem schwer und deswegen hat es auch überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und hier funktioniert es super leicht und man hat auch ruckzuck, wie man hier jetzt ganz toll sehen kann, wirklich einen ganzen Berg Parmesan liegen. Und der ist super weich und ganz arg fein. Und wenn man den jetzt probieren würde, der zergeht tatsächlich direkt auf der Zunge. Jetzt kommen wir zu unserem Mozzarella. Den nehme ich hier jetzt auch ganz einfach in die Hand und reibe dann hier über unser Reibeblatt von der groben Reibe drüber und habe hier ein super tolles Ergebnis vom geriebenen Parmesan, vom geriebenen Mozzarella. Zeige euch das hier jetzt auch nochmal auf meiner Hand in Kamera, wie schön das aussieht. Also so ein toller Parmesan kriegt man, zeige ich wieder Parmesan, so ein toller Mozzarella kriegt man kaum mit einer Reibe hin. Ja, jetzt habt ihr die verschiedenen Käsesorten mal gesehen. Ich habe das ja extra auf unserer White Lady gerieben, damit man das jetzt auch in der Kamera ganz toll sehen kann. Wie gesagt, hier nochmal der fein geriebene Emmentaler, der grob geriebene Emmentaler. Der eignet sich hier auch perfekt für einen Wurstsalat. Das schmeckt er uns immer in dieser Größe ganz gut. Dann der feine Parmesan, der grobe Parmesan und unser Mozzarella. Für euch wäre jetzt noch interessant zu wissen, dass unsere Microplane-Reiben alle in die Spülmaschine dürfen. Sie sind Spülmaschinen geeignet, allerdings nicht spülmaschinenfest. Und deswegen empfehle ich persönlich, die Microplane-Reiben immer von Hand zu spülen, weil wie vorher erwähnt, sind es ja lauter kleine scharfe Messer. Und scharfe Messer sollen bekanntlich nicht in Spülmaschine. Deswegen, wenn ihr jetzt direkt unter das laufende Wasser geht am Waschbecken und einfach mit dem Spüllappen kurz in die entgegengesetzte Richtung, ganz wichtig, hier vorne und hinten kurz drüber fahren, man braucht immer viel Spülmittel, dann sind die im Handumdrehen sauber und ihr habt lange Freude an eurer scharfen Reibe. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß mit meinen weiteren Videos.